Wieso nicht verstanden? Für nicht verstanden ist immer der Tillschneider zuständig. Aber jetzt aber nicht verstanden. Ja, Frau Rosenbaum, wir haben natürlich einen Indianer für Sie. Wir haben noch einen Elspe-Indianer, und zwar den dienstältesten Indianer von ganz Elspe. Und zwar den Halbblut Serenanda und den Mato Schako, Heinolf Pape. Schon für uns Zeit haben. Wo? Und da müssen wir jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe gesagt, der dienstälteste Indianer hier in Elspe. Wie dienstalt sind Sie denn eigentlich schon? Dies ist meine 49. Saison gewesen. Wow! Also nächstes Jahr Jubiläum. Wen spielen Sie da immer? Winnetou, habe ich gehört, war sogar auch mal dabei. Das war 1988 und 89. Aber eigentlich sind Sie immer der Böse, habe ich gehört. Ja, ich lasse mich so gerne verhauen werden. Ah. Dass ich die angeblichen Guten auch mal abwählen will. Okay, dann haben Sie recht. Aber da können wir nachher den Schlunz nochmal zu Ihnen schicken, da kann sie nochmal so dermaßen verdrehen, wenn Sie ihren Spaß haben. Aber toll, dass Sie Zeit haben, toll, dass Sie hier sind. Vielleicht kennen Sie gar nicht, ach genau, uns sind Sie auch aus der Schlussproduktion bekannt, denn in der Folge 8, die Spur des Feuerpfeils, da waren Sie der Indianerhäuptling, der Papa von Sakima Schlunz. Und da kennen Sie ja schon einige, aber alle eben noch nicht, ne? Wir haben hier die ganze Schlunzfamilie versammelt, schauen Sie mal, das ist die Leiterin aus dem Kindergottesdienst, Adelheid. Mato Schako. Adelheid Unruh. Dann haben wir hier Frau Rosenbaum, die sich schon so auf Sie gefreut hat. Mato Schako. Rosenbaum. Jetzt haben wir hier Mama und Papa Schmidtschneider, die Eltern von Lukas und Nele. Mato Schako. Der Polizist Till Schneider. Den kenne ich. Oh. Rolf Schauerte, den kennen Sie ja. Mike Appel, unser Produktionsleiter. Harry Post heißt ich. Ja. Ja. Und Schlunz, Lukas und Nele, die kennen Sie. Hallo, Schlunz. Nele? Alles gut? Sehr schön. Wir haben da einen kleinen Test für Sie vorbereitet. Wenn ihr euch bei Winnetou und Old Shatterhand Haltung hinstellt, ist auf. Und Sie, wir spielen jetzt. Sie sind Mato Schako, das müssen wir gar nicht spielen, das sind Sie. Und ihr geht mal in Winnetou und Old Shatterhand Haltung. Genau, wenn schon ein Indianer da ist und ich souffliere ihn das. Und die Zuschauer, die hören das gar nicht, weil sie es ja ganz leise sagen. Und das geht so. Moment. Ich hab's gleich gefunden. Möge eure Freundschaft auf ewig halten, so lange wie die von Winnetou und Old Shatterhand. Haben Sie in mein Stück geguckt hier? Ja.
Mir fehlen aber 26 Dioptrien, deshalb konnte ich das so gut lesen. Jede Freundschaft wird immer wieder auf die Probe gestellt. Jede Freundschaft wird immer und immer wieder auf die Probe gestellt. Möge eure Freundschaft. Möge eure Freundschaft immer stärker sein. Immer stärker sein als die böse Kraft von Streit, Neid und Missgunst. Wahre Freundschaft. Was war das? Achso. Wahre Freundschaft. Wahre Freundschaft. Liegt nicht im Blut, sondern in eurem Herz. Walter Schöpfer, ich hätte so gerne ein Auto bekommen. Auto? Walter Schöpfer hat kein Auto. Steckt in uns alle. Und ich denke, ich zünde jetzt mal an, oder? Damit uns
hier, damit es uns jetzt nicht zerfetzt, gehen wir in Deckung, und zwar jetzt. Dann gehen wir in Deckung. Dann gehen wir in Deckung. Schreien, ist ja gar keine Gefahr, stehen wir hier so drumherum. Was meint ihr? Könnt ihr ganz losgehen? Ja, oder? Du weißt den Stuhl. Du weißt was? Okay. 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 So, dann werden wir runter. Schlumpfenleben, Pulverfass? Schlumpfenleben, Pulverfass! Mit dir? Mit was? Mit dir noch groß? Mit dir? Mach groß! Wobei! Ich bin deine Hüse, da ist ein mit dir noch groß, du kleines Schwachs! So, fort! Schiff mal! So! Was ist alles an? Oh, so wie hier gleich ein Funkenglück? So wie hier gleich? Luca macht das! Was? 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 Papa, mach du das! Also wie hier gleich die Funken gesprüht? Ja, so was? So wie hier gleich mit dieser die Funken sprühen? Genau, so soll der Ampe aus dem Friedhof stehen. Nein, nichts Friedhof. Also, so wie hier gleich die Funken glühen? So weit die Funken glühen. Soll eine Folge von mir sprühen? Stimmt! Also, du bist kaputt! Jemand hier! Wir müssen so einmal zwei Minuten. Wir müssen bauen. Zieh noch nach. Wiedersehen, spätestens im Fernsehen bei DVD 10.